Liebe Strickis, herzlich willkommen zum Strick mit Kick Freitag. Ich bin blind. Ich habe mein Ringlicht jetzt mal so auf ganz hell gestellt. Ich sehe mich nicht. Ich hoffe, ihr seht mich. Weil letztens war es ein bisschen dunkel. Ne? Ich muss noch ein bisschen an der Einstellung arbeiten. Ich glaube, so ist es noch nicht so richtig. Aber heute habe ich irgendwie nicht die Zeit und die Nerven, hier noch rumzuprobieren. Oh, Leute, das fing heute Morgen schon wieder gut an. Vorgeplänkel, Freunde. Ich wollte mal schnell gucken, ob eine Rechnung eingegangen ist. Komme ich nicht an mein Postbankkonto-Dings, ne? Früher habe ich alle meine Konten hört sich auch an, ne? habe ich mich eingeloggt, zack, 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 waren sie alle da. Also privates Konto, Geschäftskonto, ne? So, und jetzt, ne, seitdem die da irgendwas umnüdeln, so, und dann saß ich da heute und ich denke, oh Gott, du kommst da nicht ran. Oh, und das Problem ist ja, ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Ich glaube genauso, es gibt ja keine Bank mehr. Also wir haben ja nicht mal mehr einen Bankautomaten. Wir haben noch einen Bankautomaten in einem Altersheim. Ansonsten kommen wir nicht an Geld, beziehungsweise an kostenloses Geld. Ne, man könnte bei der Sparkasse, aber da sind wir ja halt nicht so. Du kannst dann bei Penny und bla und so, ne? Aber wenn du mal wirklich mal irgendwie, wenn Penny nicht auf hat, mal irgendwie Bargeld brauchst oder so, das nervt so. Letztens wollten wir Geld holen, weil ich meine, die Kinder kriegen ja auch Taschengeld und so. Und da sind wir halt noch oldschool, die kriegen es analog. Also du brauchst halt Geld, ne, so. Und dann sind wir extra zum Altersheim gefahren und da war da der Posaunenchor von der Bundespolizei. Da kamst du gar nicht rein. Das ist wirklich, ich glaube, ich werde mal an diese schnullige, wer ist denn dafür zuständig? Welche Behörde? Geht gar nicht. Also wenn die auch mal sagen, ja, aber und mit Karte und so, das ist sowieso die Zukunft. Ja, nee, aber die Kinder, nee, die sollen es in der Hand haben und wenn alle, dann alle. Und nicht, ach, hör doch auf. Ah, so, naja, da war ich schon wieder, habe ich gedacht, na super, dann kannst du ja heute noch nach Mölln fahren. Weil wenn du da anrufst, dann brauchst du ja wieder irgendwelche Pin-Tanz, irgendwie, was weiß ich, wo das ist, also irgendwo in den Untiefen des Ordners. Naja, gut, aber ich habe es jetzt hingekriegt. Ich hatte ein Gleichheitszeichen vergessen. dann hatte ich schon Puls heute Morgen. So. Ja, Freunde, das war mein Morgen. So, und so geht's heute weiter. Schöner Scheiß. So, ihr Lieben. Oh, worum geht's denn heute? Ich habe gar nicht so viel euch zu zeigen. Oh, Leute, ich bin nachher blind. Das ist so hell. Oh, nee, Freunde, ich muss mich dunkler machen, ansonsten bin ich hier, kann ich nicht, aber selbst das ist ein bisschen doof. So, ja, nächstes Mal probiere ich das nochmal mit dem Strahler und mit einer anderen Einstellung, so. Worum geht's heute? Wie gesagt, ich habe gar nicht so viel euch zu zeigen, ihr mögt es nicht glauben, ein Finished Object, zwei Finished Objects, ich habe was Neues angeschlagen, ich habe ein neues Projekt, was wir in der Weihnachtsanstrickgruppe machen wollten, aber irgendwie denken wir jetzt alle so, wisst ihr, da können wir ja mal drüber fachsimpeln. Ich habe an der Kurbelmaschine weiter gekurbelt und Therapietuch, komme ich gleich zu. Und es gibt diese Woche Wundertüten wieder und zu jeder Bestellung, nur mal so schon vorab, kriegt ihr... Jetzt habe ich keine... Doch, habe ich. Hier ist ja bald Ostern, ne? Dann kriegt ihr entweder so ein kleines Hasi oder so ein Kerzending. Jetzt habe ich das nicht mit. Ich habe es auch in bunt. Ich mache das Video heute zu Hause fertig. Ich kann euch das hier mal eindingsen. Dann könnt ihr ja sagen, ob ihr bunt oder nicht bunt wollt. So. Also, warte mal. Das ist jetzt natürlich so ein bisschen uncool, weil... Ach, guck mal, die Mutti hat ja alles am Start hier, ne? Das ist eine weiße Kerze, aber nur damit ihr mal so sehen könnt. So, und das Schöne ist, also wenn ich euch das pur schicke, ihr könnt das bestempeln, ihr könnt das mit Filzstiften bemalen, ihr könnt das... Ich habe so eine Marble-Farbe, so, die macht man ins Wasser, dann tunkt man es da rein. Aber das könnt ihr auch mit Nagellack machen. Ihr nehmt ein Schüsselchen, wo ihr das eintauchen könnt mit Wasser und dann plüpst ihr da so ein bisschen Nagellack-Plüpsis rauf. Und dann
schwungvoll rein und wieder raus. Und dann habt ihr hier auch so ein Marble, oder wie sagt man dazu, so ein Marmoreffekt oder irgendwie so. Keine Ahnung. Ja, ich glaube, ich lasse das pur. Dann könnt ihr machen, was ihr wollt. Also, ich brauche euch das gar nicht einblenden. Keine Ahnung. So, also, zu jeder Bestellung diese Woche gibt es entweder das oder das dazu. So. Ihr könnt reinschreiben, was ihr möchtet. Da ich aber nur eine Form von jedem habe, kann ich euch nicht versprechen, weil ich weiß nicht, wie viele Bestellungen und wie ich dann mit dem Gießen komme und so. Ne? Also, es ist alles handgegossen im Hause. Strick mit Kick, Freunde. So. Auch Rebelliums-News. Hört mir auf. Gibt's auch noch. So. Gut, das ist so das, was ich hab. So, ihr Lieben, Vorgeplänkel. Erstmal vielen, vielen Dank für die, die Patreon geworden sind schon. Da habe ich wirklich nicht mit gerechnet. Ihr wisst gar nicht. Also, da habe ich mich so gefreut, weil es ja einfach auch eine Wertschätzung ist für das, was ich hier mache für euch. Ich habe da natürlich selbst Spaß dran, aber es ist natürlich auch schön, wenn das honoriert wird, sag ich mal. Warte, ich habe nur geguckt, wegen da sind komische Zeichen auf der Kamera, aber ich hoffe, es funktioniert. So, also vielen, vielen, vielen Dank. Und es sind ein paar abgesprungen an Followern. Ich weiß nicht, ob es da, daran liegt, dass ich jetzt sage, hallo, werdet doch Patreon-Mitglied. So, ich will das nur noch mal ganz kurz erklären. Wer das System schon verstanden hat, kann weghören und zwischendurch sich einen Kaffee kochen oder so. Also dieses Patreon, das müsst ihr nicht machen. Also ihr könnt trotzdem hier diese Videos gucken und so weiter und so fort. Es ist halt nur so. Es ist eben auch meine Zeit und mein... ich überlege, was ich euch Neues zeigen kann. Und ich denke schon, dass es hier ein sehr innovativer Podcast ist und dass ihr schon irgendwie neue Inspirationen bekommt und immer mal was anderes bekommt. Es ist hier nicht so Mainstream. Das ist alles gut, aber es ist natürlich auch schön, wenn man dafür... honoriert wird, weil es ist halt Arbeit, was man reinsteckt, was nicht durch die Wolle bezahlt wird, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, wisst ihr, wie ich meine. Also, wenn ihr Wolle kauft, kriegt ihr Wolle dafür. Da habe ich mich hingestellt, habe die Wolle gefärbt, ne, habe die eingekauft, habe die gefärbt, habe die gelabelt, da ist dieser ganze Bums gar nicht mit bei. So, und es wäre halt schön, wenn die Arbeit hier auch honoriert wird. Ihr müsst es nicht, ich würde mich aber wahnsinnig freuen, wenn ihr das macht. Die ersten haben auch schon bestellt mit dem Patreon-Rabatt und ihr bekommt, wie gesagt, die neuesten Anleitungen dann immer kostenlos. Wir sind auch schon am Überlegen, ob wir noch andere Sachen machen, also zum Beispiel, dass ihr hier in der Ferienwohnung als Patreon dann Rabatt bekommt und so, aber da... Leute, das ist alles nur mal Schrittchen für Schrittchen. So, also nur noch mal so. Wenn du gerne Patreon werden möchtest, unten ist ein Link. Würde ich mich freuen. Es sind $5, also sind ungefähr 5,50 irgendwie im Monat. Dann bekommst du, wie gesagt, die neuesten Anleitungen und du bekommst dauerhaft 10% Rabatt. Genau. Oh, mein Hirn, ne? So, genau. Das ist... Patreon. So. Vielen Dank, ihr Lieben. Vielen Dank. Ich kann gar nicht genug Danke sagen. So. So, Imperiums News. Der Mann war gestern beim Steuerberater, weil der hat ja sein Rumperium. Ich habe ja meinen Strick mit Kick Imperium, er hat sein Rumperium. Und dann sitzen wir immer am Tisch und fachsimpeln über steuerliche Fragen. Und dann sage ich immer, nee, so ist das nicht. Da kann doch nicht, das ist doch unlogisch, ne? Und dann fängt er wieder an und denkt, also manchmal überzeugt er mich, manchmal auch nicht. Und so, dann haben wir beschlossen, na gut, er sollte sich vielleicht nochmal so fachkundigen Rat holen. Dann ist jetzt nochmal Steuerberaterin und so. Naja, auf jeden Fall kam dann raus, weil das ja alles so ein Konstrukt ist. Dem Mann gehört das Haus hier und so und bla. Aber ich mache ja praktisch das alles hier mit euch. Und naja, so, aber so wie wir das machen wollten, geht das nicht. So, jetzt muss ich das von ihm mieten. So, Leute, Stufe 2. Stufe 2 ist das nicht. Stufe, was weiß ich, 15 auf dem Weg zur Weltmacht. Ne? Also ich muss jetzt das Haus hier mieten. So, Freunde. Oh Gott. Ich habe gestern gleich mal den Preis gedrückt. Ich sage, die Lage ist nicht so gut. Das Haus ist aus den 50ern, ist nicht isoliert und so weiter und so fort. Du kriegst nicht mehr an so und so viel. Ich sage, okay. Oh Gott, Leute. Naja, wird ein Abenteuer. Ne? Es ist auch immer wieder was Neues. So, Freunde, jetzt habe ich noch Miete auf dem Zettel. So. Ah, gut, so. Aber das Imperium, Leute, irgendwann haben wir die Weltherrschaft und dann wird das hier alles besser, Freunde, so. Oh.
Welt erschafft eine bessere Assoziationskette. Gab gerade Problem nicht, aber in der Schule, ne? Und die eine Lehrerin, alter Schwede, letztens schon auf der Elternversammlung. Leute, ich schweife ab, geht gleich los. Wenn du neu bist, alles gut. Wenn du denkst, was ist das für ein Scheiß? Nee, nee, bleib mal dran. So, und ansonsten unten ist so eine Timeline, kannst du vorskippen, ne? So, auf jeden Fall, die geht auch gleich im String. So, auf jeden Fall die Lehrerin, alter Schwede, die ist so richtig, die hat Haare auf die Zähne, ne? Die ist mit dem Mann zusammen zur Schule gegangen. Die haben zusammen Abi gemacht, ne? So, ich weiß nicht, ob sie sich daran erinnert. Keine Ahnung. Naja, ich kenne sie ja nicht. Auf jeden Fall, holla, die Waldfee, die ist so krass drauf. Boah, die säbelt dich ab. Bam, bam, bam. Und dann macht die dich fertig. Aber richtig gut. Also nicht unter der Gürtellinie, nicht, ach Gott, sind sie dumm. Und nicht, nee, so ist es aber nicht. Sondern, also schon mit Zahlen, Daten, Fakten. Aber alter Schwede, ne? Da stehst du aber stramm. Und ich hatte ihr letztens eine Mail geschickt und habe gesagt, so, ich möchte auf keine Antwort, nur dass sie weiß, wie die Sachlage war. Also war nichts Dramatisches, ne? So, aber das Kind war ein bisschen verzweifelt. So, auf jeden Fall schrieb sie dann, also das interessiert die ja nicht, ne? Das schrieb sie zurück. Ja, sie haben zwar geschrieben, sie wollen keine Antwort, aber bin ich nicht der Meinung. Also ich mache das anders. Und dann denke ich, oh Gott, ey. Oh. Ist gut, ne? Und dann denke ich immer so, die macht's voll richtig, ne? Ich sage immer zu Mann, boah, von der können wir uns auch so eine Scheibe abschneiden. Und seht ihr, dass ich auch Lehrer loben kann? Auf jeden Fall habe ich schon gesagt, boah, die müssten sie mal zu Putin schicken. Dann wird er aber, die Hacken zusammenhauen und sagen, okay, machen wir alles anders. Naja, gut. Gut, gut, aber wir arbeiten hier auch daran, dass die Welt ein bisschen besser wird, ne, ihr Lieben? So, gut. Stricken. Strickpodcast. So, was zeige ich euch? Womit fange ich mal an mit dem Finished Object, ne? Oh Leute, ich bin so blind, weil ich so in diese blöde, in dieses Licht geguckt habe und dann ist es noch nicht mal hell genug. So, so Freunde, der Kleeswetter ist fertig. So, ich stehe mal auf. So, so sieht er aus. Der ist noch nicht gewaschen, noch nicht geblockt, noch gar nichts, aber jo, fertig, ne? So, Länge finde ich super, Armlänge finde ich super, die sind sogar mal ein bisschen länger geworden als sonst. Ich habe, ich habe jetzt nicht gemessen, also ich habe von dem Grauen noch bummelig ein halbes Knäuel übrig. So um und bei, würde ich sagen, vielleicht 40 Gramm oder so, also ich habe das nicht ganz aufgestrickt. Also von den drei Strängen habe ich eben 2,5. Genommen. Also ich hätte das eben auch noch ein bisschen länger stricken können, das hätte auch noch gereicht, aber ich wollte die Länge haben und ich finde den, so von der Weite finde ich den richtig gut. Hier unten wälzt sich es ein bisschen, ich glaube das liegt einfach daran, dass ja hier, dann habe ich einfach nur das Rippenbündchen gemacht, da hätte ich vielleicht eine Nadelstärke hoch oder eine halbe, nicht eine ganze, aber vielleicht eine halbe oder ein Viertel hochgehen können, aber da bin ich ja immer zu faul für. Oh, meine Nase, Jungs, Freunde. Oh. Boah, kann ich mitleben. So, hier, wie gesagt, ich habe es noch nicht geblockt und gedingst. Also ein bisschen, ja, kluft das hier nicht so auf wie oben. Aber, ach, ich finde, das ist alles okay. Ob es mein Lieblingspulli wird, weiß ich nicht. Aber ich finde dafür, dass das hier so Katastrophe war und das alles zu weit und hast du nicht gesehen, ist das schon alles gut. Im Nachhinein, wie gesagt, hätte ich mal doch bis dahin aufribbeln sollen. Aber alles gut. Alles gut. So, fertig. Zwei Stricksets hiervon sind noch im Shop. Also da kriegt ihr eben diese 12 Farben, die ich hier auch habe, jeweils 10 Gramm. Und 3 von dem Grau. So, also wer den noch nachstricken möchte und sagt, okay, ich finde das aber schwierig, mir Farben zusammenzustellen, aber das gefällt mir ganz gut, könnt ihr in den Shop gehen, da ist das drin. Und oh Gott, ey. Ich muss am Licht ändern. Ja, und dann könnt ihr euch den auch stricken. Also wie gesagt, Anleitung, ihr müsst wirklich genau lesen. Es ist halt so ein bisschen nervig, wenn man andauernd hierhin blättert, dahin blättert, dahin blättert und dann, wie gesagt, denkt, ach so, ja, 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 hast verstanden, ist halt nur, weil sie größere Größe ist, muss es mehrmals wiederholen, bla bla bla. Ist aber nicht so. Also von daher müsst ihr genau lesen. Da bin ich halt irgendwie ausgestiegen. Ob die Ärmel tatsächlich so sind, wie sie sind, weiß ich nicht, weil, wie gesagt, ich habe dann irgendwann gesagt, weißt du, warte, ich mache das jetzt einfach, wie ich das denke. Und ich habe einfach ein Stück runtergestrickt. Und dann ab hier
So habe ich angefangen abzunehmen. Ein bisschen. So. Ja, Freunde, das wird heute irgendwie nicht so richtig gut. Also das ist, die Belichtung ist richtig dämlich. Also da muss ich was anders machen. So. Der ist fertig. So. Und dann habe ich noch zwei Finished Objects. Und zwar letzte Woche schon ist noch was dazwischen gekommen. Das Kind hat sich eine Puppe gekauft. Wir haben ja auch noch nicht genug, ne? Oh, ich sage nein. Und da wollte die eine Puppe haben, Leute. So eine, die so wirklich aussieht wie ein Baby. Und Hauptargument der Kaufentscheidung war, da kann der Kopf wegknicken. Also, ne, so nach hinten knicken. Und das wäre ja gut, da könnte sie dann ja schon mal üben. Sie ist 11, ne? Ich sag, ja, genau so, ne? Und was kostet denn dieses Ding? Dreimal dürft ihr raten, irgendwie, was? 209? Ja, ich glaube 209 Euro für so eine, ja, also mein Gott, im Internet, ne? Aber es sah eher so aus, als wenn das so eine, wisst ihr, es gibt doch diese Puppen, die sehr echt aussehen, sowas, ne? Ich sag, nein. Ich sag, du hast Baby Born, du hast Bruder Baby Born, du hast Schwester Baby Born, Schluss ist mit irgendwas, ne? Ich sag, das liegt alles nur rum, wir wissen gar nicht mehr, wohin damit, Schluss, so. Naja, dann hat sie letztens dann sich so eine kleine noch, naja. Ist ja auch ihr Geld, ne? So, aber da konnte ich mich. Oh, da muss ich noch mit ihr rumdiskutieren, ne? Ist ja schließlich ihr Geld und so. Ich sag ja, aber. Ach, Gott sei Dank habe ich Jura studiert, ne? Ich sag, aber laut Gesetz dürfen die Eltern trotzdem intervenieren. Habe ich hier rausgesucht, den Paragraphen. Dann habe ich das vorgelesen, habe gesagt, so, Schluss jetzt hier, wir brauchen gar nicht diskutieren. So. Aber auf jeden Fall gut, habe ich dann hier noch. Ach, guck mal, ich hätte die ganze Puppe mitnehmen können, weil ich habe, ach, zeige ich euch nächste Woche. Also einmal hier so eine 0815 Schlumi-Mumi-Mütze aus Alpaka. Das hatte ich noch, das hatte ich gefärbt. Könnt ihr euch noch an den Cardigan für Kind 1 erinnern, diesen Häkel-Dings mit diesen Quadraten? Und da wollte sie einen grün haben und dass ich ihr dann erstmal eine Vorauswahl präsentieren konnte an Grüntönen. Da war auch das mit beides, wollte sie aber nichts. Und jetzt habe ich das noch, wenn ich den jetzt so anmache, oh, es ist so warm, ne? Also nicht so hitzig warm, aber schön war das. Das werden schon. Ist auch im Shop nicht in der Farbe. 200 Meter Lauflänge, 100% Alpaka. Superwash. Ja, manche können ja Alpaka nicht so, aber ich finde, ich empfinde es nicht als pieksig. Also kommt ja auch immer drauf an, was du vom Alpaka da nimmst an Wolle und so. Ne? Also die finde ich schon sehr, sehr edel und schön. So, das. Und dann habe ich nämlich noch, muss ich noch einen Pulli und noch eine Hose stricken. Siehst du. Das habe ich letzte Woche gemacht. Naja, kann ich euch ja nächste Woche zeigen. Das ist auch irgendwie nur so ein FOO und so eine Buchse halt mal schnell runtergestrickt. Ne? So. Das und dann ist fertig geworden eine Mütze aus Decay. Und ich kann die am aufsetzen, weil der Mann hatte Geburtstag und der ist so Mützenjunge. Der wird immer krank, wenn er keine Mütze auf hat. Da habe ich gedacht, okay. Ich habe immer hier halt meinen Knoten, meinen Drückknopf da, meinen. So, könnt ihr sehen. So, ihr könnt das auch hier so ein bisschen anklappen, je nachdem, wenn ihr nicht so die Ohren bedeckt haben wollt oder so. Also er braucht eigentlich nur oben auf dem Kopf. Und man kann das auch andersrum aufsetzen. So, fertig. Fertig. Also ist aus Decay Non-Superwash, 200 Meter Lauflänge. Oh, total angenehm. Die Anleitung stelle ich euch rein. Für Patreons ist es kostenlos. Ich muss noch mal gucken, apropos die Patreons. Das ist ja für mich auch alles neu da. Ne? Also wir müssen mal gucken, wie das da funktioniert. Also ne, so mit reinstellen oder ob ich euch das mailen muss. Wir gucken mal. Aber auf jeden Fall bekommt ihr die Anleitung automatisch irgendwie entweder da als Link reingestellt oder ihr kriegt halt so eine Sammelmail, wo das Muster drin ist. Muss ich mal gucken, wie das funktioniert. Ne? So, wie gesagt. Anleitung stelle ich rein. Für Patreons ist es kostenlos. So, fertig. Noch was fertig? Nee, das sind die Finished Objects. So. Und dann habe ich neu angeschlagen. Und zwar habe ich
weil meine Strickjacken meistens oben sind, weil wenn ich die so den Tag anhabe und dann ins Bett gehe und so, dann sind die oben und morgens, wenn ich aufstehe, vergesse ich meistens die überzuziehen und wenn ich unten bin, ist kalt, aber da habe ich immer noch meinen Korb mit Tüchern so. Naja, Tücher ist auch ein bisschen übertrieben, ich bin ja nicht so der Tuchstricker und Schalstricker und so. Auf jeden Fall liegt das da immer und in letzter Zeit habe ich das so oft angehabt und das ist hier das Therapietuch, das es ja schon eine ganze Weile gibt. Anleitung findet ihr im Shop. Und das ist so, so, so schön. Und da habe ich gedacht, Anne, du bist ja eigentlich kein Tuchträger so, aber ich finde das eigentlich so schön. Und das ist so muckelig. Und das ist ja gestrickt mit hier dem Zebragarn und Mohair. So. Und da habe ich gedacht, oh, da hast du nochmal wieder Bock drauf. So. Und dann habe ich aber gedacht, ja, aber das Gleiche willst du halt nicht nochmal stricken. Was machst du jetzt? Ne? Und dann ist es irgendwie über mich gekommen und ich habe was Neues angeschlagen, was aber ganz weit entfernt von sowas ist. Hier habe ich euch aber nochmal, weil ich das so schön fand, also es gibt schon länger, das haben auch schon viele gestrickt und es sind eigentlich keine Nachfragen gekommen. Es wird halt mit verkürzten Reihen gestrickt. Du musst eigentlich nur rechte und linke Maschen können. Und ja, beim Wenden eine Doppelmasche, mehr musst du nicht. Das ist ganz eingängig, da brauchst du auch die Anleitung. Also du musst da nicht irgendwie groß zählen oder wie auch. Also klar muss man zählen, aber jetzt nicht irgendwie, dass es hochgradig kompliziert ist. Das ist ein ganz einfacher Rhythmus. Das ist halt ganz einfach. So, und da habe ich gedacht, eigentlich könnte ich das mal wieder so ein bisschen auflegen und euch nochmal so ein paar Stricksets davon machen, ne? Weil, oh, es ist so gemütlich und auch jetzt noch, bei uns hat schon wieder geschneit heute Morgen, ich werde verrückt, wann kommt denn der Frühling? Das ist doch nicht mehr zu, oh, das ist nicht auszuhalten, ne? So, da habe ich euch noch ein paar Stricksets gemacht, das ist hier so das Originale, das ist auch die Therapiefärbung im Mohair, also ihr kriegt zwei, oh Leute, ich bin so blind, kennt ihr das, wenn man so in die Sonne guckt und... Heute ist auch, ich hatte auch schon ein Ohr heute, so einen komischen Druck. Oh, nervt total. Oh, jammer, 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 ne? So. Also hier, ihr kriegt zwei hier Zebra-Dinger und zwei Mohair-Stränge im Set. So, also entweder ist es hier das Original oder ihr macht es hier in so einem Moviton oder in so einem, wo es noch ein bisschen mehr changiert. Hier sind nochmal die Malediven als Mohair. Ist auch schön. Das strahlt bestimmt total schön. Oh, liebe ich, liebe ich, liebe ich. Hier wäre es ein bisschen gelber mag. Und hier noch in so einem rosa Ton. Stelle ich euch rein. So. Ich habe auch überlegt, euch das mit der Alpaka-Helo zu machen. Das Problem ist halt nur, ich habe hier 400 Meter Lauflänge. Die laufen ja 420 Meter pro Strang. Das heißt, damit kommt ihr hin. Auf der Alpaka Helo sind ja nur 300 Meter Lauflänge. Das heißt, da bräuchtet ihr drei Stränge, um, wenn ihr das aufstrickt. Ne? So, weil, oder ihr habt halt ein Stück dann ohne Alpaka Helo. So, und da ich jetzt nicht wusste, ob das nicht vielleicht ein bisschen too much ist für ein Tuch, habe ich da jetzt keine Sets irgendwie gemacht. Ihr könnt aber gerne natürlich auch euch die einzeln bestellen und euch dann jeweils Alpaka Halo dazu suchen. So, ne? So, das ist das. Also die Sets sind drin. Wie gesagt, vergesst nicht, Überraschungstüten sind auch wieder am Start. So, genau. So, das ist dann, da habe ich gedacht, und dann hatte ich überlegt, machst du nochmal irgendwie aber anders verkürzte Reihen dann oder so, aber irgendwie weiß ich nicht. Und dann habe ich einen Podcast geguckt, relativ neu, irgendwie scheinbar einer aus Marburg, macht den aber auf Englisch. Wie heißt sie denn? Irgendwas mit Rhabarber. Knitting Rhabarber? Irgendwas mit Rhabarber, keine Ahnung. Wenn ich das wiederfinde, verlinke ich euch das. Und da hatte die den Sophie-Schal. So, der ja nur rauf und runter gestrickt wird. So.
Und dann habe ich gedacht, vielleicht sollte ich mal sowas in der Art ausprobieren, weil ich, wie gesagt, nicht der Dreieckstuchmensch bin und ich bin auch nicht der Schalmensch wirklich. Ne? Also so, wo es so richtig doll kalt war und so, da habe ich ja den Schal ohne Namen und so, den habe ich auch rauf und runter getragen, ist alles gut. Aber so auch zu Hause, mich nervt das halt, weil das immer so dann runterfällt und dies und das ist dann zu viel, wenn du zu Hause dann, wie gesagt, wenn du da irgendwie kochst oder Geschirrspüle ausräumst, andauernd rubbelst du mit dem Ding rum, nervt mich so. Dann habe ich gedacht, okay, vielleicht solltest du mal ausprobieren, sowas Kleines, Schmaleres zu stricken. Und dann habe ich angefangen, war aber schon kurz davor, das wieder aufzuribbeln, aber ich ziehe das jetzt durch. Warte mal, ich wollte jetzt aber mal gucken. Hey, warte, ach hier. So, damit ihr mal so ein bisschen sehen könnt, was das eben auch ausmacht, wenn man Garn mit einem anderen Garn, insbesondere mit Mohair oder auch dem Alpaka Halo mischt, wenn man das zweifädig verstrickt. Das ist wirklich, als wenn man Farben mischt. Also, und irgendwie weiß man vorher nicht, was rauskommt für eine Farbe so richtig, aber so, also ich habe jetzt mal das angefangen gehabt, weil ich da ein bisschen was ausprobieren wollte. Das ist das pur Zebra-Verstrickte. So, das wollte ich halt so eigentlich zuerst machen. Dann habe ich aber gedacht so, oh, also das ist Non-Superwash, ne? Ist alles gut, aber am Hals sind ja doch einige empfindlich, also die meinetwegen so am Körper und so alles mögliche tragen können, aber Hals ist ja doch auch nochmal eine andere Haut so. Und da habe ich gedacht, nee, gut. Und dann probierst du mal mit Alpaka Halo. Und dann habe ich zu dem Garn, oh Gott, ich muss mal gucken, jetzt ist ja alles untergebuddelt, Freunde, zu dem Garn noch das Alpaka Halo in rosa-blau, so hellblau, ich weiß gar nicht, ob man das jetzt hier so sehen kann, das ist so ganz leicht, das ist schon, ich will jetzt nicht sagen, ein bisschen länger im Shop, aber seit 3 Wochen oder so im Shop, so, das habe ich genommen und habe das jetzt damit vermischt, also verstrickt das zweifädig und das kommt jetzt dabei raus und da seht ihr mal, wie gedämpft, also man sieht trotzdem das, aber guckt mal im Gegenzug, wenn man es nicht mit Helo oder Mohair verstrickt. Das gibt so ein schönes, also das gefällt mir richtig gut, weil es trotzdem eigentlich noch die Farbe ist, aber es hat so leichten Dämpfer. So, und dann habe ich hier einfach freie Schnauze angefangen zu stricken. Habe diesmal an beiden Seiten I-Cord gemacht. Ich bin ja sonst mal nicht der Randstricker, weil ich sowieso mal vergessen hatte, irgendwie mitzustricken, aber das kriege ich jetzt hin. Also so das mit dem I-Cord, das ist okay. Aber wenn man vorne erst eine abhebt oder eine strickt, eine abhebt, eine strickt oder wie auch immer, da fällt er sich irgendwann und dann, so darum mache ich bei mir meistens keine Randmaschen. Genau. Und jetzt bin ich so weit. Da habe ich dann, ja, machen wir noch so ein bisschen Feature rein und dann habe ich hier schon mal so ein paar Fallmaschen reingearbeitet. Warte, hier ist auch noch. Und vorbereitet habe ich auch noch welche zum Fallen. Und ich weiß nicht, also es ist jetzt nicht die Anleitung von Petit Knits, wie auch immer, also nicht vom Sophie Stahl, sondern irgendwie so. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie das wird. Also wie gesagt, ich will den nicht so breit, ne, so, und ich will den auch nicht so wahnsinnig lang, aber schon so, wie die das auch machen, dass man das noch so ein bisschen knoten kann. Das heißt, ich will jetzt, pass auf, jetzt kommt das nämlich, also länger als so will ich es nicht, so dass man das dann hier nochmal so zuknoten kann. So ist, glaube ich, okay. Also ich will jetzt so weiter stricken bis hier und dann überlege ich, aber da könnt ihr ja mal sagen, was ihr dazu meint, aber ich glaube, ich werde das machen. Also hier so ein bisschen Mix, ne? Einfach noch ganz normales Mustermix gedöhnt. Achso, falsche Seite. Also hier ist es egal, aber hier unten ist da die rechte Seite und hinten die linke. Und das rollt sich doch ganz schön ein, muss ich sagen. Trotz des I-Cords finde ich jetzt nicht schlimm, weil das ja ruhig unten dünn hängen kann.
Und außerdem sieht es dann von der Seite eben auch noch schöner aus und man hat nicht links und rechts. Aber ich frage mich, ob das beim Baden, Spannen, bla 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 irgendwie sich noch austüdeln würde. Wobei ich sagen muss, ich habe anfangs den Eichkordrand anders gemacht als hier oben. Und ich glaube, das macht halt einen Unterschied. Also ich habe, wenn ich am Reihen anfange, meinetwegen den Faden hinten gelassen habe und drei Maschen abgehoben habe, um dann auf der Rückreihe dann die letzten links zu stricken, habe ich dann am Ende das auch so gemacht, dass ich mit dem Faden hinter drei Maschen rechts abgehoben habe und auf der Rückseite dann links gestrickt habe. Und ich glaube, darum hat sich das so eingedreht. Ich habe das nachher gewechselt, dass ich vorne drei Maschen mit dem Faden hinter der Arbeit abgehoben habe und hinten mit dem Faden vor der Arbeit abgehoben habe. Und das macht sich irgendwie besser, finde ich. Aber kann natürlich auch sein, weil ich habe dann Musterwechsel gemacht, dass das alles irgendwie zusammenspielt. Keine Ahnung. So, auf jeden Fall wollte ich eigentlich halb fertig sein, habe ich aber gestern nicht mehr geschafft. So. Wie gesagt, ich weiß noch nicht. Ich habe gestern nur so mal so beim Umlegen habe ich gedacht, oh, das ist ja schon schön warm. Ich kann mir gut vorstellen, wenn einem doch mal so ein bisschen kalt ist oder so, dass man sich das umbindet und einem dann trotzdem warm wird. Obwohl es halt nicht so wahnsinnig groß ist, ne? Mal gucken, ob ich dann auch irgendwie so Schalgedünste mir umbinde. So, und auf jeden Fall, wenn ich halb fertig bin, will ich das Gegengleich zurückstricken. Ich habe erst überlegt, ob man da noch fancy irgendwas anders macht, aber ich glaube nicht. Aber ich will zu der Farbe wechseln. Ich will. So. Ich finde, es ist halt ein schöner Ton. Und dann aber trotzdem mit dem Verblende. Ich habe heute noch, aber ich habe meine Strickjacke nicht gefunden. Ich weiß nicht, wo die abgeblieben ist. Ich weiß nicht, wer schon länger guckt. Ich hatte doch mal eine Strickjacke mit Resten gestrickt in Streifen. Ganz normal, Raglan, nichts Dolles, auch hier sehr kroppt. Und habe da, also die Streifen waren halt unterschiedliche Farbreste, aber ich habe alle Farbreste mit dem gleichen Mohair verstrickt. Also ne, das Mohair ist gleich geblieben über die ganze Größe und das ist streifig geworden, aber nicht so doll streifig, weil das halt so dämpft. So. Also das finde ich halt richtig, richtig schön. Und von daher, ja, also werde ich hier auch, wenn ich das zu dem Orange oder, naja, Orange ist es nicht, ist so ein Aprikon oder so ein Lachs oder irgendwie so, dahin wechsle, das trotzdem mit dem Alpaka-Helo verstricken und dass das so ein bisschen eine Eins ist, aber doch mit einem kleinen Unterschied. Ja, vielleicht ist es nächste Woche fertig. Ich habe beschlossen, was heißt, ich habe beschlossen, ich habe mir überlegt, dass es ganz gut wäre. Aber ich habe gedacht, jetzt strickst du das schon wieder an, ne? Dass eine Sache von den Sachen jetzt aber erstmal mal fertig werden muss. Also entweder ist das dann fertig nächste Woche oder der rote Pulli ist fertig mit den Ärmeln. Die habe ich noch gar nicht gemacht, weil, Leute, ich bin ja so alt, ne? Sitze ich zu Hause und denke, ah, scheiße, hast die Anleitung für den V-Neck-Pulli, ne? Hast du drüben gelassen. In der Basis, ja, ist ja doof. Wie strickst du jetzt die Ärmel, ne? Strickst du jetzt einfach so oder guckst nochmal in die Anleitung? Naja gut, da musst du warten, bis du drüben bist, ne? Bin ich doof? Ich meine, das Ding habe ich mir aus dem Internet rausgeholt, ne? Das ist in meiner Raffinerie-Bibliothek. Oh Gott, ich bin so... Also, und dann denke ich immer so, boah, so langsam komme ich in so ein Alter, wo ich die alten Leute verstehe, wisst ihr? Wenn die da irgendwie stehen und denken so, weiß ich nicht, können sie mal helfen? Weiß ich nicht, keine Ahnung. Oh, man muss ja immer auf Zack bleiben, ne? Ja, also wie gesagt, den V-Neck-Sweater, da fehlen noch die Arme. An dem Alpaka-Helo-Tuch fehlt die letzte Farbe. Das müsste ich aber eigentlich auch, sag ich mal, in der Woche hinkriegen, das fertig zu kriegen. Also entweder eine von den drei Sachen will ich zur nächsten Woche fertig haben. Mal gucken, wo ich mehr Spaß dran habe. Momentan hier, weil so Ärmel halt, ne? Ach, und bei diesem Helo-Tuch, wie gesagt, da möchte ich ja gerne diese Lace Brioche, ach, eine
Borte wird es, glaube ich, nicht. Es wird halt einfach weiter gestrickt. Also es wird jetzt nicht wie rüschig oder so. Aber wie gesagt, mit diesem Lesbrisch, es ist nicht schlimm. Ich muss halt nur gucken, ob ich jetzt ein Muster aus dem Buch nehme oder ob ich da irgendwie selber gucke oder so. Das ist noch so ein bisschen... Ich glaube, das ist dann so dieses Picken, diese Übersprunghandlung. Ich stricke was anderes. Ich fange was Neues an. So, mal gucken. Ich bin gespannt. Ich habe hier erst mit einer... Vierer Nadel gestrickt und bin jetzt auf eine, oh Leute, 4-5er gewechselt. Lücke hatte ich irgendwie noch rumfliegen bei mir, aber ich muss ganz ehrlich sagen, wie ihr das sehen könnt, also ich habe damit die Mütze gestrickt. Und das jetzt. Oh, und es strickt sich nicht schön. Also dieses Kabel ist furchtbar. Also wenn man so Chiago und Tulip-Nadeln hat und auch Haya Haya ist es auch mit dem Kabel und so. Also um Längen besser als das hier. Also da bin ich echt ein bisschen... Die hatte ich frisch ausgepackt, ne? Aber also selbst so, wenn man schon ein bisschen strickt, das hängt sich irgendwie nicht aus. Das müsste man jetzt vielleicht mal so im heißen Wasser irgendwie so mal glatt ziehen. Habe ich aber auch keine Lust drauf. Also hier so vom Holz. Ich meine, die sehen schön aus und alles. Aber, also finde ich jetzt nicht so dolle, muss ich sagen. Kleine Rezension am Rande. So, also das ist vielleicht nächste Woche fertig. Ich bin echt gespannt, wie das umgedreht aussieht. Wie gesagt, ich bin nachher ein bisschen hochgegangen. Weil ich so gedacht habe, nee, es ist irgendwie ein bisschen fest. Auch hier unten sieht es ein bisschen, was heißt wellig aus, aber das war, weil ich am Anfang den I-Cord-Rand zu doll angezogen habe. Da habe ich gedacht, den musst du lockerer stricken, ansonsten hat man, wisst ihr, dann ist der Rand halt fester als das andere und dann sieht das so blöd aus. Und seitdem ich das ein bisschen lockerer mache, ist es okay und die größere Nadel ist besser. Vielleicht könnte man es sogar noch größer stricken, sicherlich, aber ich habe jetzt gesagt, nee, mache ich so. So, und ich bin jetzt echt gespannt, wie das dann aussieht mit dem, wenn ich zu dem Aprikot wechsle. Mal gucken. Muss ich mal ausprobieren. So, ihr Lieben, das ist, wie gesagt, auf den Nadeln neu angeschlagen. Und dann haben wir in der Weihnachtsanstrickgruppe, es kamen ein paar Anfragen auch letztens beim Stricktreffen und so. Achso, übrigens, nächste Woche ist wieder Stricktreffen, Freunde. Ferienwohnung ist ausgebucht, da kann keiner schlafen, aber zum Stricken könnt ihr gerne kommen. Ich hoffe, ich kriege die Kaffeemaschine bis dahin in die Gänge. Und der Mann sagte, hast du den Samovar schon ausprobiert? Ich so, nee, noch nicht. Oh, naja, gut, eine Woche habe ich ja noch, ne? Also kommt gerne vorbei, nur noch schon mal ein kleiner Spoiler. Am Samstag, was ist das denn? Der 23. oder 24. irgendwie März. Und von 10 bis bummelig 3 treffen wir uns immer. So. Nur noch mal kurz dazwischen geschoben, damit ihr, falls ihr sagt, ach, mir ist ein Termin weggebrochen, was mache ich denn da am Samstag, kommt einfach vorbei. So. Genau, auf jeden Fall, ob wir einen Frühlingsanstrick machen. Letztes Jahr hatten wir ja so einen Strick in den Mai gemacht hier. Da war dann ja das erste Mal so in der Basis so ein kleines Event. So. Und dann ging es in der Gruppe los, ja, so ein Cardigan wäre gut. So. Oh, und ich bin momentan eigentlich gar nicht darauf eingestellt, auf Cardigan oder so. Ne? Aber irgendwie, dann haben wir so ein bisschen nach Mustern gesucht. Und dann habe ich eins gefunden, den finde ich richtig gut. Es ist so ein ganz 0815 Ding. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt gut sehen könnt. Es ist eine kostenlose Anleitung von Knit Good Woman Knit. Der Phoebs Basic Stitch Cardigan. Ich weiß gar nicht, ob der... Warte mal, habe ich hier so eine Seite? Ich hoffe, meine Augen regenerieren sich wieder. Das ist ja furchtbar. Das ist doch sonst nicht so. So. Und warte mal. Ich mache mal ein bisschen außer, ob man das besser sehen kann. Also das ist ein ganz einfacher, hier unten dann, ja, rechts, links, also oben glaube ich kraus rechts, unten rechts, links und dann ist hier ein Bündchen nachher so nachträglich rangesetzt und die Ärmel sind glaube ich auch in kraus rechts. Ich weiß nicht, ob ihr das hier so gut sehen könnt. Also ich verlinke euch das unten. Nochmal, wie gesagt, ist eine kostenlose Anleitung. So, und alle waren... hellauf begeistert. So, weil, mein Gott, geht schnell und hast du nicht gesehen. So. Aber dann geht's ja los. Also, man soll das Ding mit einer 6,5er Nadel stricken. Auch alles gut.
Aber dieser Cardigan, also der das einzige, was heißt das, also hier gefallen mir einige Sachen nicht. Es ist eine One-Size-Geschichte. Also es gibt nicht SL, XL, es geht 117 cm. Ne, 116. Also One-Size-Größe S bis L. So, ist aber grundsätzlich völlig egal. Weil es ist ja so einfach hier, das kann man ja gut anpassen. Ne? Also wenn man sagt, so ich habe jetzt keinen Brustumfang von 116, sondern von 120, dann guckt man halt und schlägt einfach mehr Maschen an. So. Aber was die Gute will, und das tut mir leid, verstehe ich überhaupt nicht. Also sie strickt mit einem Mohair-Garn, 25 Gramm. Hat sie auch noch falsch rum gemacht. 25 Gramm 210 Meter beziehungsweise 50 Gramm 420 Meter. Das ist ja ganz normal diese Mohair-Lauflänge. Ne? So. Also die hat jetzt hier ein anderes genommen, aber also die Lauflänge habe ich ja auch. Und dann möchte sie... Warte, was sagt sie? Wie viel braucht man? 300 Gramm. Habe ich 300 Gramm. 300 Gramm. Das heißt, umgerechnet sind das 6 Stränge. 6 Stränge. Das wird dreifädig verstrickt. Ich weiß nicht, so finde ich... Sieht das so, wie sie es anhat, gar nicht aus, dass das dreifädig verstrickt ist. Und, warte mal, sie kommt auf eine Maschen... Warte mal, wo ist ihr... 13 Maschen und 20 Reihen sind 10 mal 10 cm. So. Und da muss ich ganz ehrlich sagen... Echt jetzt? Braucht man dafür... Und wenn du das länger haben willst, sag dann auch schon welche. Dann brauche ich ja irgendwie 8 oder 10 Stränge. Was soll das kosten? Habt ihr da Erfahrung? Weil ich habe heute mir nochmal mein Pimple Popper Jacket angeguckt. Und das habe ich, Rebecca, haben wir das dreifädig verstrickt? Das war nicht fünffädig, ne? Das ist viel dicker, also viel, viel dicker als so, wie es hier aussieht. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das irgendwie hinkommt. Ich habe da mal eine Maschenprobe gemacht, nur mit einer, warte, 5-7er, weil ich keine größere habe, keine größere Nadel hier, weil da kauft keiner, braucht keiner im Großen und Ganzen. Und habe mit dem Fluffgarn angeschlagen. Das läuft 400 Meter auf 100 Gramm. So, und habe das jetzt mal in hier unten kraus rechts gestrickt und dann einfach glatt rechts. Und ich habe 14 Maschen und komme damit auf 10 cm. So, also ganz ehrlich. Und das ist auch ein bisschen locker gestrickt. Das kommt so ein bisschen auch so hin wie da auf dem Bild. Und wenn ich überlege, so habe ich auch meinen Lupuli gestrickt und meinen Schuhpulli. Und ich weiß gar nicht mit welcher Nadelgröße, aber ich glaube auch mit einer 5er oder so. Und da habe ich 2 Stränge gebraucht für. Mit, also gut, so ein bisschen. Ja, nicht drei Viertel, zwischen drei Viertel und Vollarm. Aber der war ja auch so ein bisschen luftiger. Und da habe ich 2 Stränge für gebraucht. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass man tatsächlich diese ganzen Stränge braucht. Also irgendwie finde ich richtig, richtig komisch. Und ich bin sogar mit der Alpaka-Helo, habe ich zu Hause eine Maschenprobe gemacht. Ich glaube, und das habe ich einfädig verstrickt und hatte eine... Oh, lass mich lügen, eine 4er oder eine 4-5er Nadel. Und da bin ich auch ungefähr auf diese Maschenprobe gekommen. Und dann denke ich so... Ich meine, gut, sie will mit einer 6-5er stricken. Aber. Also, nee. Nee. Also, sagt ihr doch mal, das ist doch ganz schön viel, ne? Also, und wie gesagt, das sieht für mich nicht so aus, als wenn das
dreifädig verstrickt ist. Also, nee. Also von daher sind wir von dieser Anleitung irgendwie schon so ein bisschen weg wieder. Wobei das echt eigentlich gut wäre. Also weil das wirklich einfach ist, hübsch. Also es ist so ein ganz klassisches Teil, was du halt immer anziehen kannst. Und ich bin jetzt echt schon am Überlegen, ob ich das mit, keine Ahnung, ob ich das mit dem Fluffgarn mal stricke. Oder mit Mohair oder mit Alpaka Halo. Einfach um das mal zu testen. Cool ist die schon. Aber ein bisschen viel, ne? Ja. Könnt ihr ja mal reinschreiben, was ihr dazu sagt. Oder ob die schon mal einer gestrickt hat. Also, ja. Ja. Überzeugt mich jetzt noch nicht so, Freunde. So, aber das, also, nee. Weiß ich nicht. Also, nee. Ich überlege echt, ich muss noch mal gucken, ob ich diese Anleitung hier von Pimple Popper da. Ich meine, ist doch dreifädig. Keine Ahnung. So, also wie gesagt, ich weiß nicht, ob es auf die Nadeln kommt. Schauen wir mal. So, und dann habe ich noch an meiner Kurbelmaschine weitergekurbelt, Freunde. So, ich muss ja meine Skills ein bisschen erweitern. So, erstmal habe ich, habe noch nicht geschafft, ein Video aufzunehmen. Ich weiß nicht, ob ich das heute noch schaffe und euch das hier irgendwie ranhänge oder so. Wie man das aufribbelt. Ich muss mal gucken, ob ich das gleich irgendwie so eingestellt kriege, dass man das einigermaßen gut filmen und sehen kann und vom Licht her und so. Das ist ja alles nicht so einfach so. Auf jeden Fall habe ich aus dem Sockblank, was ich letztens gestrickt hatte, jetzt mal auf die Schnelle, muss ich sagen, eine Socke gemacht mit einem Restgarn, was ich hatte. Ach, bist du da? Warte mal ganz kurz, ich guck mal, ob ich hier so ein Sockenbrett da habe. Oder. Warte mal. Ach, die Mutti hat. Oh, was bin ich gut vorbereitet, Freunde. So, dann ziehe ich euch das hier nämlich mal auf, dass ihr das sehen könnt. So. Und zwar ist das, wie gesagt, mit einer nachträglichen Ferse, mit einer nachträglichen Spitze und einem Bündchen oben dran. Aber das sitzt doch richtig gut. Also auch am Fuß sitzt es richtig gut. Hier könnte ich vielleicht noch ein bisschen das anders machen. Da könnte ich vielleicht noch ein bisschen weiter nach hinten rausstricken, aber alles gut, das passt. Nur mal kurz, oh, ich sehe gerade, mir fällt hier eine Masche. Da habe ich eine Masche nicht aufgenommen. Aber gut, alles gut. So, also, hier oben war es aber auch echt ein bisschen schwierig, wie ihr hier sehen könnt. Sieht es hier so ein bisschen rubbelig aus, ne? Also hier, das liegt aber einfach daran, dass ich das ja stiefmütterlich behandelt habe. Ich habe das einfach genüdelt, hatte oben auch nicht mit einem anderen Garn abgeschlossen. Das heißt, das flog von links nach rechts und hast du nicht gesehen und es ribbelten halt die Maschen so. Und ich habe dann versucht, die wieder so ein bisschen hochzustricken. Auch ein bisschen halbherzig irgendwie, weil ich nicht so richtig Lust hatte. Und darum sieht es ein bisschen ribbelig aus. Wenn man hier unten sieht, hier, da hatte ich ein bisschen mir mehr Mühe gegeben. Da hatte ich dann das nämlich durch. Also hier ist das zweite Teil davon. Frisch abgeschnitten und da war es halt noch nicht so aufgeräufelt. Ne? Und hier, wenn man die Ferse sieht, alles gut. So, das Ding ist, also nur schon mal, dass ihr es gehört habt. Ich weiß ja nicht, ob ihr da irgendwie Bock drauf habt. Aber manchmal, wie gesagt, will man schnell eine Socke fertig haben. Und natürlich kostet die Spitze Zeit, kostet die Ferse Zeit, kostet das Bündchen nach, also ransetzen auch Zeit. Aber ihr spart euch halt das alles an Arbeitszeit. Also wenn man wirklich mal schnell irgendwie was braucht, finde ich das durchaus eine Option, wenn man da so einen Schlauch liegen hat. So. Und es ist auch keine Zauberei, wie gesagt, diese Maschen aufzunehmen und auch hier die Ferse hinten. Ich habe überlegt, also sollte ich mal diese Schläuche zum Verkauf stellen oder wie auch immer. Man könnte natürlich, um es einfacher zu machen, im Bereich der Ferse, wo man dann nachher das nachträglich einfügt,
einen anderen Faden zu stricken, dass man den dann rauszieht und dann praktisch da die Maschen aufnehmen kann. Aber das werde ich nicht machen, einfach aus dem Grunde, weil dann ist man natürlich nicht frei, wie lang mache ich den Schaft, wie lang mache ich die Spitze, wie groß kann ich die Dings machen, die Fußlänge oder wie auch immer. Oder man hat halt zu viel Verschnitt. Wisst ihr, wie ich meine? So, und von daher werde ich das nicht machen. Ich zeige euch das in einem Video, wie das wirklich... Also da habe ich nämlich gedacht, oh, wie machst du das? Und mit Zählen und hoch und so. Aber alles gut. Die Frau fürs Grobe hat es hingekriegt. So. Und auch keine Angst davor. Also ihr habt dann ja hier oben die Hälfte der Maschen und unten die Hälfte der Maschen, ne? Also so wie bei einer Ferse halt auch. Und da strickt ihr einfach hier auch eine Spitze. Also ich habe das hier genauso gestrickt wie hier oben, wobei das hier irgendwie länger ist, ne? Aber ich sag ja, ich hätte hier noch ein bisschen länger weniger abnehmen sollen. Ich bin dann zu schnell, glaube ich, ins jede Reihe abnehmen gegangen, aber wie auch immer. Aber es ist auf jeden Fall eine ganz normale Spitze, wie hier auch. Also ihr müsst da gar nicht zusätzliche Skills irgendwie haben. Ist genau das Gleiche. Und das Bündchen oben, wie gesagt, habe ich jetzt ein schnelles Rippenbündchen gemacht. Das ist natürlich, das ist, als wenn ihr eben halt von unten hoch strickt. Wenn man abkettet, man kriegt das nie so toll hin, als wenn man von oben strickt. Irgendwie ist es da genau richtig. Aber das sagen ja auch viele, ne, dass sie das irgendwie nicht so hinkriegen. Was man auch machen kann, ganz einfach, dass man gar kein Bündchen oben ran strickt, sondern dass man die Maschen aufnimmt und dann einfach umlegt. Und festnäht. Also das machen auch einige. Ich habe auch schon so gestrickt, dass ich gar kein Bündchen gestrickt habe, sondern einfach glatt rechts. Und dann würde das dann so aussehen. Dann wäre es hier oben halt ein bisschen dicker, aber es hält trotzdem am Fuß. Also die Erfahrung zeigt, es hält trotzdem am Fuß. So. Wie gesagt, ich habe mal auf die Uhr geguckt. Ich glaube, ich habe für die Spitze eine Viertelstunde gebraucht, für die Hacke eine Viertelstunde und fürs Bündchen glaube ich irgendwie auch. Wo ich dann denke, oh, gut, hast du doch eine Dreiviertelstunde an einem Socken gesessen. Aber wie gesagt, es ist halt immer noch anders. Also ihr kriegt an einem Tag ein paar Socken fertig, sagen wir mal so. Ne? Kriegt ihr nicht fertig gestrickt. Und ja, da muss ich dann nochmal den zweiten machen. Also wie ihr sehen könnt, das ist so ungefähr, ich habe auch wirklich nicht ausgemessen. Ach Gott, ist das gar nicht gleich lang? Ja, doch, gerade so. Kann man das hier noch ausrollen? Nee, das wird kürzer. Das ist gar nicht... Obwohl, ich habe das doch in der Mitte durchgeschnitten. Naja, egal so. Auf jeden Fall muss ich dann da noch den zweiten... Komisch. Noch stricken. Aber nur, dass ihr seht, das funktioniert. So, da habe ich dann nämlich noch genüdelt. So, und dann habe ich... letzte Woche war ich ja so in Verzückung geraten, ihr Lieben, weil ich sagte, Strickdecken, Strickdecken, Strickdecken. Es kamen auch so richtig coole Ideen. An dieses komische Knotenkissen habe ich nämlich auch gedacht. Wisst ihr, so was so aussieht wie so ein Tauknoten irgendwie. Dann hat man den Schlauch, kann halt schön stopfen. Und dann, also man kann das ja gleich alles aneinander, ich weiß gar nicht, geht glaube ich nicht. Ne? Man braucht da einzelne, damit man das so hinkriegt. Ne? Aber man kann ja auch mehrere Stränge aneinander gleich stricken, dass man einen ganz langen hat. Und dann kann man da knoten, wie man will oder so. Ja, richtig gut. So. Und ich habe mich rangesetzt und hatte dann schon mal probiert, wie gesagt, das zu sticken und dann zusammenzunähen. Aber wie erwartet, war das halt Käse. So. Und zwar sieht das so aus. Von der Seite. Also wie ihr sehen könnt, halt auch nicht so ganz akkurat gerade. Und von der Seite sieht es dann halt so aus. Ne? Ich habe das dann doch irgendwie gedacht, ja, mach mal hier die ganzen Fusseln und Dingsbums weg. Aber alles, nee, das ist doof. Das hatte ich irgendwie gar nicht so richtig bedacht, dass ich dann ja auf der Rückseite diesen Fisselkram habe. Man könnte natürlich dann sagen, man kann hier über alles dann noch so eine Blende rüber nähen oder über die ganze Decke nochmal so eine Rückseite nähen, dass man da irgendwie, weiß ich, keine Ahnung, Baumwollstoff, was aber ein bisschen abträglich ist, wenn man eine warme Decke haben will, weil Baumwolle kühlt ja. Aber wisst ihr, wie ich meine? So. Und das war eben so, wie ich eben halt hier auch dachte, diese blöden Zahnrädchen da, das, man kriegt hier das nicht so richtig gut durchgeschoben und so. Irgendwer hat geschrieben, man kann das irgendwie raus wegklappen oder wieso habe ich jetzt noch nicht ausprobiert. Ich meine, das geht, ne? Aber ach, da hatte ich dann irgendwie nicht so den Nerv für und dann habe ich gedacht, so, nee, und außerdem gefällt mir einfach die Rückseite halt nicht. So.
Was man natürlich machen kann, ich habe das dann jetzt wirklich sehr aufgepopelt, weil ich dachte, okay, vielleicht kriege ich dann die Naht so ganz klein und so. Aber dann habe ich natürlich auch wieder Angst, dass das dann doch ribbelt, ne? Weil das dann eben nicht mehr alles fassen kann, die Naht. So, also irgendwie war das alles nicht cool. So, dann habe ich gedacht, okay, gut, dann muss man vielleicht das so machen, dass das, was weiß ich, 2 cm Nahtzugabe, sag ich mal. Wobei einer vielleicht auch schon ausreicht. Und dann rollt sich das ja halt wieder so, ne? So. Aber irgendwie, weiß ich nicht, war ich dann da auch nicht so beklatscht von und habe überlegt und gedacht. Und dann habe ich nämlich gedacht, okay, Anne, gut, das ist es irgendwie nicht. Aber ich finde halt einfach, wenn man dieses Sockengarn doppelt lässt, auf Deckengröße, finde ich, wird diese Decke einfach viel, viel, viel zu schwer. Also man kann das natürlich als Gewichtdecke nehmen, dass man sagt, hier eine schwere und so, aber ach, ich weiß nicht, das kriegt mich nicht. Und dann habe ich gedacht, gut Anne, dann musst du dünneres Garn verstricken. So, dann hatte ich noch einen Rest von der Mutti. Ach Gott, und da habe ich gestrickt, das war ein, also wie ihr sehen könnt, also ich lerne ja immer noch, ne? So, hier, das Katastrophe. Das liegt daran, also letztens haben auch welche geschrieben, weil ich hatte euch doch das Video rangehängt und dann ging das ja irgendwie nicht weiter und ich muss ein Gewicht dranhängen. Nee, das war nicht das Gewichtproblem, sondern meine Verkäuferin hatte mir da irgendwie so einen Wollschniebel an die Feder gemacht. Und ich dachte, das ist halt irgendwie so eine Markierung für irgendwas, aber sie wollte das eigentlich nur einfacher machen, dass ich die Nadeln besser reinkriege, was mir nicht so bewusst war. Auf jeden Fall dieser Wollfisselpissel hatte sich damit verstrickt und nun praktisch, wisst ihr, war das halt da an der Feder fest und irgendwie verstrickt und darum ging da nichts mehr. Also das musste ich noch hochkomplizierter wie rausprügeln. Ich habe gedacht, da fängt das schon gut an, ne? So schneid bloß nicht diese Feder hier durch. Ja, habe ich hingekriegt. Aber hier habe ich tatsächlich, ich habe das Gewicht nicht vergessen, aber ich hatte hier angefangen zu nüdeln und dann habe ich nicht mitgekriegt, dass das Gewicht auf dem Fußboden schon ist. Und ich habe mich gewundert, hä, wieso, was ist denn jetzt hier, warum ist das so, wie es ist und so. Und dann guckte ich und dachte, ach so, ja, ist kein Gewicht mehr, weil das stand schon entspannt auf dem Boden und zog nicht mehr. Ja, so, man lernt nie aus. So, aber ich habe noch ein bisschen experimentiert und zwar, also wie gesagt, das ist so ein bisschen eine Mess, ne? Das ist ein bisschen, also das könnte man hier doppelt lassen. Das ist ein Designelement. Und dann habe ich hier ein bisschen mit der Nadelspannung, mit der Fadenspannung gespielt. Guck mal, hier ist es so. Und hier oben, seht ihr, könnt ihr das sehen, ist es dichter. Da habe ich die Fadenspannung anders gemacht. Hier unten ist es lockerer und da oben ist es dichter. Und da habe ich gedacht, boah, da kann man sogar Streifen stricken mit einem Garn, wisst ihr, wie ich meine? Wenn man dann irgendwie mal zwischendurch die Fadenstärke verändert, dann hat man halt das dichter gestrickt als dann so den anderen Teil. Boah, was man alles machen kann, ne? So, auf jeden Fall habe ich schon gedacht, okay, gut, das so als Decke. In der Stärke kannst du das doppelt laufen lassen. So, das war jetzt wirklich nur so ein kleiner Rest. Und da kommt man ja schon gut weit, ne? Also wenn das schön wäre. Oh, ich gedacht, ja, das ist ja gut, ne? So. Und dann sagte irgendwer zu mir, du kannst doch aber auch glatt mit dem Ding stricken. Und dann dachte ich so, Da kann man bei der Adi-Maschine ja auch. Und ich hatte ja mal eine Adi-Maschine, diese nicht die ganz große, schon die kleinere, aber die war auch doof. Also die war furchtbar, furchtbar. Die habe ich auch verkauft dann irgendwann, weil, nee, also andauernd fielen da die Maschen, ständig. Da konntest du kurbeln, wie du wolltest, langsam und dies und mit, vergiss es. Also das war so nervig. Dann war es absolut nicht den Umfang, den ich brauchte. Also ne, ich wollte es ja schon so für Sockplanks damals haben, so. Wirst verrückt. Aber da konnte man da so ein Bübbel stellen, da konntest du auch flach stricken. Da konnte ich mich dann auch noch dran erinnern, habe ich gedacht, ach, das ist ja schlau, das ist ja eine super Idee. So. Und außerdem habe ich gedacht, ja, aber so ein Stopper ist da nicht. Und das funktioniert auch nicht bei der Maschine, dass man da so, ich habe nämlich auch überlegt, ob man da einfach irgendwie so einen Stopper sich reinbaut oder so, aber das geht nicht, weil, ja, ein bisschen kompliziert, weil an der Maschine sind so eine Nipsis an bestimmten Stellen und die führen dann dazu, dass bestimmte Maschen hochkommen zu einer bestimmten Zeit. Und wenn ich so einen Stopper habe, funktioniert das nicht. So. Aber ich habe gedacht, du kannst ja eben auch eine Ferse stricken.
an der Maschine direkt und da musst du ja auch hin und her einfach stricken. Und das hatte ich auch schon gesehen, dass sie dann da so die Maschen hochnehmen, hier die Nadeln hochnehmen und dann da irgendwie die Ferse stricken. So. Und dann habe ich gedacht, ja gut, muss gehen. So, dann habe ich meine Verkäuferin, weil die war ganz süß. Und? Funktioniert? Ich sage, ja, warte, ich kämpfe gerade mit dem Gewicht, weil wie gesagt, ne, dann hänge ich das mal ein, ich denke, wieso geht das nicht? Wieso wickelt sich jetzt dieser blöde Socken schon wieder ab, den ich gerade mühsam darauf genüdelt habe? Ja, habe ich vergessen, den Faden durch diesen Fadenführer da zu machen. Denke ich, na gut, dann kann das auch nicht funktionieren. Dann, wie gesagt, vergesse ich gerne, das Gewicht einzuhängen. Oder übersehe halt, dass es nicht mehr hängt und so, ne? So, das sind so die Sachen. So. Na, dann habe ich gesagt, du, kann ich nicht auch flach stricken? Und sie, ja, warte, ich schick dir ein Video. Und zack, eine Minute später habe ich das Video. Ich sage, wie schnell bist du denn? Ne? So, und dann habe ich mir das jetzt angeguckt und dann habe ich das nämlich ausprobiert und das erste Mal funktionierte alles irgendwie gar nicht. Da war ich richtig ends genervt, weil ich dachte, die macht das doch auch einfach nur so. Dann habe ich mir immer nochmal das Video angeguckt. Ich denke, ne, die wickelt das nicht noch irgendwie rum oder dies oder das. Irgendwie ging alles irgendwie nicht so. Und dann habe ich gedacht, Anne, weil der fasste den Faden immer nicht gleich. Dann denke ich, Anne, Fadenspannung. Und Anne ist ein schlaues Kind. Anne hatte recht. Anne hat die Fadenspannung geändert und dann funktionierte das. Es dauert länger, keine Frage, weil man wirklich eben immer das hoch, dann wieder ein bisschen nüdeln, die wieder runter, dann die hoch, dann nüdeln, dann wieder die runter und die da, so, das dauert halt. Aber trotzdem immer noch schneller als per Hand. Und jetzt habe ich hier nämlich getestet und ihr seht, ich kann, also ich habe das jetzt hier nur, dass man es dann wieder gut abmachen kann, weil das Verbindungsstück ist zu dem Anschlagsocken. Wenn ich das abhab, bin ich hier halt flach. Oh, Freunde, ich bin verzückt. Ihr seht mich verzückt. Dann muss man das nämlich nur noch zusammen häkeln oder zusammen nähen. Aber das kann man dann ja irgendwie machen, wie man will. Was ich auf jeden Fall gemerkt habe, ich habe eine neue Lernkurve zu absolvieren, weil mir sind hier natürlich Maschen runtergefallen. Also was heißt natürlich? Also wie ihr sehen könnt, ich habe das auch versucht auf der Maschine hoch, also aufzufangen. Aber da muss ich mir nochmal ein Video angucken, wie man das am besten macht. Das war ein bisschen schwierig. Ich vermute, da muss man das Gewicht abhängen und man muss ja von außen das da irgendwie hoch machen, damit man auch eine rechte Masche kriegt. Muss ich nochmal gucken. Aber auf jeden Fall ist das, Freunde, also was sagt ihr jetzt, ne? Und vor allen Dingen, oh Leute, was man jetzt alles machen kann. Ich meine, gut, man ist ein bisschen mit dem Umfang ja eingeschränkt. Also, keine Ahnung. Habe ich hier ein Maß liegen? Nee. Maßband? Ach doch, warte. Und zwar, haha, wie breit ist denn das? So circa. Circa 25 cm ist der breit. So. Oh, kann man schon mal mit anfangen, ne? Freunde, da einfach Streifen zusammengenäht, fertig. Wo du sonst 70 Jahre für brauchst, bist du echt schneller. Gut, aber ich glaube so wirklich für Klamotte, wenn du irgendwie sagst, okay, komm, ich mache mir so ein quadratisches Teil oder wie auch immer, ist, glaube ich, wirklich so eine Flachbettstrickmaschine dann doch angezeigter als sowas. Aber auf jeden Fall funktioniert es. Und das finde ich richtig gut, muss ich sagen. Keine Ahnung, was man dann da alles machen kann. 25 cm. Ist das eine Kissenbreite? Nee, 30 sind, glaube ich, die kleinen Kissen. Ja, ne? Aber, ja, also geht halt auch. Also für eine Decke ist das, glaube ich, besser. Weil man das dann, ja, weil das dann nicht so schwer ist. Oder... Ich muss das. Leute. Und vor allen Dingen, guck mal, ich habe jetzt noch einen Pulli an. Aber das ist echt. Guck mal, das ist ein Ärmel. Aus der Mutti. Warte mal, ich mach mal den Ärmel ein bisschen hoch, wenn ich den hochkriege. Na, ein bisschen schwierig, ne? Weil der unten ein bisschen eng ist. Aber damit ihr mal sehen könnt, wie das so ein bisschen. Da ist natürlich gerade dieses ganze Ribbelkram-Zeug, ne? Aber. Warte. So einen dünnen Ärmel. Und ich glaube, mit Fingering-Garn
wenn ich da einfach, das ist relativ eng eingestellt gewesen, ich kriege es halt noch ein bisschen weiter. Hier beim Socken, dann müsste das auch ärmeltechnisch gehen. Weil wie gesagt, so ist es, ich will jetzt nicht sagen Spack, aber das ist dann schon sehr körperbetont. Aber überlegt mal, wie schnell ich da ein Ärmeldings kriegen würde, wenn ihr sagt, boah, ich will ja einfach nur so ein Tüdel, zack, fällig. Und ich hatte erst Bedenken, weil, ich weiß ja, warte mal. Wie viele Nadeln hat der Zylinder? 50, 52, 54, ich glaube irgendwie so. Also so viele Maschen habe ich aufgenommen, meine ich. Und da habe ich gedacht, na, 54 Maschen, mit 54 Maschen stricke ich nicht. Also ich stricke ja so mit 56 Maschen. Und habe überlegt, ob das funktioniert, obwohl das ist ja jetzt nicht viel Unterschied, ne? Ob das funktioniert, mit, wenn ich dann mit meinem Nadelspiel da stricke. Ne? Ob das passt oder ob mein gestricktes viel weiter ist als das vom Schlauch. Ne? Aber das ist alles super. Also ich bin echt begeistert, muss ich sagen. Echt begeistert. Und ich bin eben sehr begeistert, dass man da einfach die Ärmel hochstricken kann. Also wenn du Ärmel, ganz, also enge Ärmel haben möchtest, ist das überhaupt kein Problem. Dann könnt ihr mir Bescheid sagen. Und dann könnt ihr sagen, kannst du mir mal zwei Schläuche hochstricken? Da muss man halt gucken, ne? Wie lang? Weil ein Strang reicht ja meist nicht für einen Ärmel. Na gut, muss man aber gucken. Weil mitmessen am. Oder man müsste das dann den Strang aufteilen, wie auch immer, keine Ahnung. Ja. Ach so, apropos. Schreibt mir doch mal bitte. Irgendwer schrieb nämlich letztens hier in den Kommentar, dass ich doch Wickelservice anbieten solle. Dann würden auch mehr die Wolle kaufen. Das könnt ihr mir mal bitte reinschreiben, ob das für euch kaufentscheidend ist. So, ich habe diese Maschine. Das macht es ja schon mal einfacher. Also Maschine, ne? Das ist ja auch so Marke Eigenbau. Also ich müsste jetzt hier nicht, es geht schon schneller, als wenn ich da sitzen würde und nüdeln würde, so. Aber nichtsdestotrotz muss ich natürlich sagen, also auch die kommt an ihre Grenzen, ne? Also ich schaffe, je nachdem, welche Lauflänge das Garn hat, aber also ich schaffe vielleicht von Fingering, also höchstens 4 Stränge hintereinander zu wickeln, dann läuft der Motor halt heiß, so. Das heißt, das ist ja auch irgendwie dann auch ein Zeitaufwand, so, ne? Den man hat. Und nicht, dass man sagt, also ne, selbst wenn ich sagen würde, pro Strang 1 Euro fürs Wickeln, trotzdem ist es ist die Zeit dann halt weg, so bei mir oder auch bei meinem Helferlein, sag ich mal, ne, die man ja nicht für andere Sachen benutzen kann. Und dazu kommt, also wenn ich das wickel, die Keks sind halt nicht immer perfekt, also das muss man auch sagen, ist alles gut, ne, so, aber manchmal ist es dann schon, dass sich irgendwie auf einmal oben ein zweites Knäuel wickelt. Also so, dass das irgendwie ein bisschen komisch aussieht. Und dann denke ich so, das mag ich halt dann ungern so verkaufen oder euch schicken, weil ich einfach denke so, es ist halt nicht perfekt. Also es ist halt immer noch besser, als aus dem Strang zu wickeln. Ne? Und also bei mir passiert das auch. Und dann, wenn man an die Stelle kommt, dann muss man halt so ein bisschen gucken, alles gut. Aber das sind dann so die Sachen und ich hätte dann nicht die Zeit, das nochmal zu wickeln. Also wisst ihr, wie ich meine? So, und von daher geht es nicht darum, dass ich das nicht wickeln möchte. Es geht halt einfach darum, um Zeitfaktor, weil ich bin nun mal eine One-Woman-Show und auch wenn ich mein Helferlein habe. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich sage, Wolle wickeln, also pro Strang 1 Euro, da habe ich dann nicht mal den Stundenlohn von meinem Helferlein raus, sage ich jetzt mal. Ne? So. Und jetzt ist die Frage, ist das für euch wirklich so kaufentscheidend? Dann müsste ich halt überlegen, wie ich das irgendwie mache oder ob dann die Kinder wickeln müssen oder so. Kinderarbeit. Oder ob ihr sagt, ja, nee, alles gut. Also ich kaufe die Wolle auch, wenn sie ungewickelt ist. Oder sagt ihr, nee, ich kaufe die Wolle, die Stränge eigentlich nicht, weil das Wickeln mir zu doof ist und darum kaufe ich Stränge nur da, wo auch der Wickelservice ist. Schreibt doch mal unten rein, damit ich einfach das mal so abschätzen kann. Und mal gucken kann. Also
grundsätzlich, wenn ihr mich anschreibt und sagt, oh, kannst du mir das wickeln oder ne, Silvia? Ist alles gut so, ne? Aber wenn ich so überlege, wenn ich wirklich, also wirklich im Worst-Case-Fall, wenn ich am Wochenende irgendwie mal 20 Bestellungen habe und wenn ihr alle das gewickelt haben wollen würdet, das wäre schwierig. Also dann würde das relativ spät rausgehen, bis man das alles so, ne, weil das muss zwischendurch immer abkühlen wieder und hast du nicht gesehen. Schreibt doch mal rein, damit ich mal so ein Bild habe und dass ich sonst irgendwie gucken kann. Das wäre mal ganz gut, da würdet ihr mir echt helfen, weil ich will es natürlich auch für euch so einfach und schön das Einkaufserlebnis wie möglich. Aber ich muss natürlich auch gucken, was kann ich hier umsetzen. Ganz klar. Ne? Und wie gesagt, ich habe jetzt hier keinen Hochleistungswickelautomaten und ja, ne? So, und dazu hat man irgendwie dann immer noch zu viele Baustellen. Das wäre ganz nett, wenn ihr das mal unten reinschreiben würdet. Hausaufgabe, ne? Ihr sollt ja nicht ohne Hausaufgaben nach Hause gehen. So. Ich glaube, ich bin durch. Ja. So, wie gesagt, guckt gerne rein. Stricksätze drin. Natürlich ist auch noch andere Wolle dabei. Ihr kriegt, wie gesagt, zur Bestellung ein Häschen oder ein Dings. Hier ein Kerzenhalter. Schreibt rein. Also ich versuche das dann zu berücksichtigen, dass ihr auch das kriegt, was ihr wollt. Kann es aber nicht versprechen. Und... Wundertüten, habe ich gesagt. Wundertüten gibt es auch so, ihr Lieben. Ich werde jetzt mit Fröhlichkeit im Herzen rüber. Und dann werde ich da das Video fertig machen. Und dann, wegen den Kindern, müssen wir noch Hasenfutter kaufen. Und dann muss ich die Butze ein bisschen auf Vordermann bringen. Boah, das sieht schon wieder aus bei uns. Oh. Oh, immer wenn ich versuche, ne? Dann ist horizontale Ablagefläche wieder frei und zack, wird auch wieder von irgendwem genutzt. Ne? Bei Kind 1 kommt es jetzt schon gar nicht mehr rein ins Zimmer. Weil die hat ja umgestellt und so, wenn die das Bett wirklich ausgezogen hat und dann noch ihre Schultasche da stehen hat und so, dann kommst du gar nicht rein. Also wenn die dann mal irgendwie umfällt und bewusstlos ist, dann haben wir echt ein Problem. Mal gucken. Elin, ne? Aber ich muss sagen, letzte Woche, am Montag, hatten wir Elternversammlung und ich hatte schon sowas von keine Lust. Das ist mein Barnaby-Tag, ne? Oh, hör mir auf. Letzte Woche hatte ich ja von Kind 2 und das zog sich ewig, weil irgendwelche Eltern dann da irgendwelche persönlichen Befindlichkeiten hatten, wo ich denke, dann ruf die doch an, wenn du ein Problem hast. Das ist doch jetzt aber nichts für die Elternversammlung. Ne, so. Und ja, da kam ich erst so spät nach Hause und dann, schon wieder Montag mein Barnaby, ne? So, also der Barnaby ist ja unser Tatort, ne? Wir sind so, auf jeden Fall kamen wir da an, 19 Uhr. Die fing auch noch später an, wo ich dachte, oh Gott, eh 19 Uhr, erst, oh, wann bist du denn zu Hause, ne, Freunde? Ich liebe diese Lehrerin, ne? Schon bei der ersten Elternversammlung habe ich gedacht, krasse Frau. Wir waren in einer halben Stunde durch, Leute, ihr mögt es nicht glauben. Und ich habe gedacht, Alter, was die uns alles erzählt hat, weil die gehen ja auf Klassenfahrt und dann, ja, wir haben ein Problem, weil genau an dem Tag streikt natürlich wieder irgendwie die Deutsche Bahn oder was weiß ich was nicht so. So, und dann, ja, müssen wir mal gucken, machen wir so und so und so und an dem Tag machen wir das und das und das und so und so und so und wir müssen mal gucken, wenn das nicht geht, dann, ich habe jetzt schon einen Bus und wenn das nicht geht, müssen wir gucken, ob die Eltern und so, blablabla, bla, bla, fertig. Dann hat der Schulelternbeirat noch gesagt, ja, hier, pass auf, bei uns hier gerade an der Schule das und das und das und das und das und das und das. Es waren 100.000 Sachen irgendwie, wo man dachte, aha, interessant und so, ne. Und dann waren wir fertig und ich gucke auf die Uhr, da ist es 7:30. Und ich so, hä? So an, also, was die da durchgenudelt hat in einer halben Stunde, da hättest du eigentlich... gedacht, da hast du 2 Stunden gesessen. Oh Gott, habe ich gedacht, wie geil ist das? Dann gehe ich raus, eine andere Mutter neben mir und ich so, ja, ich sag, so mag ich das. Eine halbe Stunde, alles fertig. Ich muss auch wirklich sagen, ein Lob an unsere Eltern, die waren auch alle entspannt und so, ne? Ich glaube, das ist auch einfach, ich meine, das ist eine 8. Klasse, ne? Das ist, glaube ich, noch was anderes, als wenn du in der 5. Klasse da sitzt oder so, ne? Da sind die Eltern noch so ein bisschen, auf jeden Fall ist das, glaube ich, spielen da verschiedene Dinge eine Rolle, aber die Lehrerin, die ist richtig gut. Also ich mag die total gerne. Und super sympathisch, aber trotzdem, ne, auch so ein bisschen Zug hinter. Also auf jeden Fall, wir gehen raus. Ich sag, so mag ich das, ne? Und dann sagt die Mutter, oh, ich schaffe meine Serie noch, ne? Und ich so, ich mag es gar nicht sagen, aber ich auch, oh Gott, was sind wir für Spießer, ne? Naja, auf jeden Fall konnte ich ja mein Barnaby gucken, Freunde. So. Mit Fröhlichkeit im Herzen. Wie gesagt, gehe ich jetzt. Ja, und muss putzen. Oh Gott, die Küche hat es dringend nötig.
gut, interessiert euch nicht, ne? So, ihr Lieben. Also, ich hoffe, ich konnte euch wieder ein bisschen inspirieren. Wie gesagt, wenn ihr irgendwie eine Idee habt oder wenn einer schon diese Anleitung gestrickt hat oder wenn jemand Erfahrung hat mit dreifach Mohair, ich weiß auch gar nicht mehr, was ich da verstrickt habe damals bei diesem Pimpel, ist auch egal, schreibt mal rein. Also, oder ich, mal gucken, vielleicht stricke ich die mal irgendwie an, weil ich kann mir das nicht vorstellen, dass man da so viel Wolle für braucht. Erzähl doch nicht. Also, das glaube ich nicht. Ich würde die schon anschreiben und sagen, bist du dir sicher? Aber ich denke, naja, die würde ich ja irgendwie gestrickt haben, ne? Naja. Naja, Fragen über Fragen. So, wie gesagt, ich hoffe, ihr hattet wieder eine schöne Stunde. Es geht euch gut. Wie gesagt, wenn ihr es einrichten könnt, kommt nächste Woche gerne zum Stricktreffen vorbei. Ansonsten stöbert im Shop. Gibt Goodie diesmal dazu. Wenn du Patreon werden möchtest oder ihr alle und eure Oma und Tante und so noch, alle gerne. Da unten ist der Link. Wie gesagt, ihr bekommt dann dauerhaft, egal ob ihr morgens, mittags, abends, Montag, Dienstag, Mittwoch bestellt, 10% Rabatt und ihr kriegt die aktuellen Anleitungen, wie zum Beispiel jetzt die Mütze, kostenlos. Und ich glaube, die Therapietuchanleitung haue ich euch auch rein. Habe ich mir gerade so überlegt. Ne? Wer die noch nicht hat, wer Patreon ist, der kriegt die kostenlos. Mal gucken, wie ich muss mal gucken, wie die Technik funktioniert. Irgendwie werdet ihr an diese Anleitung kommen. So. Und dann sehen wir uns in der nächsten Woche. Ihr Lieben, macht's gut. Tschüss.